So simpel entsteht Strom aus Wasserkraft. Dieses Modell einer Kaplan-Turbine zeigt das Prinzip. Das Wasser strömt von links nach rechts und treibt die Turbine an. Im Original sind die Turbinen, vor allem an der Donau, um ein Vielfaches größer. Jedes Jahr bekommt eine von insgesamt 9 Turbinen in Melk ein Service. Dazu wird sie abgestellt und entleert. Dann haben wir die seltene Möglichkeit, ausgewählten Kunden zu beweisen, dass unser Strom aus der Region kommt. Um die Turbine zu erreichen, geht es mit der engen Revisionsgondel 20 Meter unter die Donau. Wir haben den Blick auf den imposanten Rechen, der die Turbine vor Treibgut und vor Geröll schützt. Heute ist Fritz Willer vom Gerolinger Brauhaus aus Melk auf Besuch bei seinem Kraftwerk in der Nachbarschaft. Wir haben ihn eingeladen, das imposante 6 Meter große Laufrad anzusehen, bevor es sich für die nächsten Jahre wieder unter der Donau dreht. 300.000 Liter Wasser pro Sekunde fließen hier normalerweise. Die Turbine hat eine Leistung von 22.000 Kilowatt und erzeugt pro Jahr Strom für 40.000 Haushalte. Da bleibt auch für einen regionalen Bierbrauer genug übrig. Das war jetzt ein Ausflug in die Innereien des Donaukraftwerks Melk. Jetzt, Fritz, weißt du, woher wir unseren Strom haben? Was sagst du? Ja, es ist hochinteressant und damit weiß ich, was man außer Bierbrand mit Wasser nur machen kann, nämlich Strom erzeugen. Ja. So ist es. Also, und ich habe natürlich daran gedacht, ich hätte gleich einen Liefervertrag mit. Also, wenn du unterschreiben magst, jederzeit. Würde uns sehr freuen. Ja, wobei ich denke, da trinken wir vorher mal ein Bier. Das ist eine Idee. Kosten wir mal eins. Dürfen wir eins nehmen? Ja, nimm das. Dankeschön. Ein frisch gebrautes Landbier. Gerolinger Brauhaus. Ja. Super Sache. Ich freue mich schon drauf. Der ist lustiger Alkoholverbot im Berg. Au weh. Recht hat er. Na gut, es ist eh Freitag am Nachmittag. Machen wir früher Schluss, dann geht's auch. Ja? Genau, wir sehen uns in der Brauerei. Wir freuen uns, dass das Brauhaus Gerolinger bei Melk sich für Strom aus Wasserkraft entschieden hat und begrüßen den jüngsten Wasserkraft-Bierbrauer mit einem herzlichen Hopfen und Malz, Gott erhalt's.